Südlohn-Oeding im Landkreis Borken. Knapp 4000 Einwohner, ein Tierfutterhersteller, drei Supermärkte mit breitem Fleisch- und Wurstangebot, ein traditioneller Fleischerladen. Fast ein ganz normaler Ort auf dem Land also. Gäbe es hier nicht die Wurstgeschwister. Daniel Rüveling, Anja Rüveling und Nadine Rüveling stammen aus einer Metzgerdynastie. Schon der Urgroßvater hat Wurst gemacht. Die drei bewegt vor allem eine Frage. Warum kaufen so viele Deutsche heutzutage Billigwurst, anstatt eine handwerklich gut gemachte Wurst? Ich glaube, dass in Deutschland generell gegenüber in anderen Ländern ein bisschen die Wertschätzung fehlt. Wenn man sieht, Italien oder Spanien, oder, die haben eine ganz andere Esskultur. Und das ist in Deutschland vielleicht ein bisschen verloren gegangen. Und das ist halt schade im Vergleich zu anderen Ländern. Freitags wird bei den Rüvelings Mettwurst gemacht, eine regionale Spezialität. Dieses Rezept ist von meinem Vater, der jetzt wiederum von seinem Vater bekommen hat. Und das haben wir noch nie geändert. Den Naturdarm kann man später mitessen. Das Befüllen und Abbinden ist immer noch weitgehend Handarbeit. Anschließend reifen und trocknen die Würste. Diese westfälische Mettwurst wird nicht geräuchert, sondern luftgetrocknet. Zuerst 4 Tage bei hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit. In den 4 Tagen bildet sich ein natürlicher Schimmel. Der wird nach 4 Tagen mit unserer Wurstwaschmaschine abgewaschen. Die haben wir eigens konstruiert. Und danach wird die bis zu 10 Tagen weitergereift in verschiedenen Räumen bei verschiedenen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten. In 10 Tagen sind dies dann original luftgetrocknete westfälische Mettwürste. Die Rüvelings verkaufen sie für 20,99 Euro das Kilo. Es gibt sie allerdings auch deutlich günstiger. Im Supermarkt nebenan kostet das Kilo nur 14,30 Euro. Warum sollte der Verbraucher in Oeding zur Rüveling-Filiale gehen und dort fast 50% mehr bezahlen? Der Preis ist das eine. Die Deutschen sind ein Volk von Billigfleischessern. Das haben etliche Studien gezeigt. Auch wenn viele behaupten, sie würden für traditionell hergestellte Fleischwaren gern mehr bezahlen. Tun sie es nicht, weil sie glauben, dann der Dumme zu sein? Dies sind traditionell hergestellte Mettwürste extra lang gereift. Die industriell hergestellte, billigere Mettwurst, die sich übrigens auch westfälische Mettwurst nennen darf, reift in der Regel nur halb so lang, weil die Reifung beschleunigt wird. Zugesetzt wird bei der schnellen Reifung GDL, das Gluconodelta-Lactan, und das ist ein Zusatzstoff, damit die Wurst schneller reift. Fehlt den Verbrauchern, die lieber zur Billigmettwurst greifen, so eine Information? Wissenschaftler behaupten das. Die Lücke zwischen geäußerten Einstellungen und tatsächlichem Verbraucherverhalten entstehe auch wegen fehlender Information und wegen eines fehlenden überzeugenden Angebots. In Oeding gibt es die langgereifte Mettwurst in der Rüveling-Filiale. Und Information liefert die Verkäuferin. Hier erklärt sie, warum sie teurer ist. Hier entsteht Vertrauen. Womit sich wohl am ehesten die Einstellungs- und Verhaltenslücke überbrücken lässt. Nur, wie geht man dort mit der Lücke um, wo es keine eigene Filiale gibt, außerhalb der eigenen Region? Mit einer neuen Vertriebsplattform. Die Wurstgeschwister schaffen ein überregionales Angebot, indem sie die westfälische Mettwurst und andere Spezialitäten mit der Post liefern. Bestellen kann man sie in einem Online-Shop mit Fotos, Rezepten und Texten zur Wurstherstellung. Also unsere Idee dabei war, dass wir ja möglichst so ein schönes Geschenkerlebnis haben. Das heißt, dass unsere Initialüberlegung, man packt so einen Wurstkorb aus und denkt sich, oh Gott, ist das liebevoll und schön verpackt. Und das schaffen wir einmal durch so handgemachte Etiketten, die wir auch noch selbst stempeln. Wir schreiben eine Karte selber. In den Geschenkkarton zum Beispiel kommt dann auch immer noch ein Flyer oder so mit rein. Und da hoffen wir einfach, dass die Kunden das zu Hause auspacken und denken, das ist aber liebevoll verpackt. Eigentlich verkaufen die Rüveling-Geschwister ihre Produkte, indem sie Geschichten dazu erzählen. Um die noch überzeugender zu machen, wollen sie in Zukunft die ganze Produktionskette beleuchten. Auf Dauer soll es dahin gehen, das Ganze drumherum noch mal transparenter zu machen für den Verbraucher. Wo kommt es her, wo wird es geschlachtet? Und da arbeiten wir am Projekt, sodass das alles noch mal transparenter gestaltet wird. Auch das schafft Vertrauen. Da kommt es her, da wird es geschlachtet. Das wollen hoffentlich immer mehr Verbraucher wissen. Nicht nur im Münsterland.
Es ist ja so schade, dass es jetzt schon vorbei ist. Aber es geht hier weiter. Oder hier. Hier ist eigentlich besser. Also ja, hier. Weißt du, was noch besser ist? Das hier. Der Abo-Button. Da verpasst ihr nämlich nichts. Und wenn ihr wirklich nichts verpassen wollt, dann... Glocke drücken. Die Glocke drücken. Ja, die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, falls wir was Neues hier gepostet haben. Ja, das stimmt.